Das Tennis-Damen-Halbfinale bot zuweilen spektakuläre Szenen. Wenn die Zypriotinnen in diesem Ballwechsel auch mal etwas zum Jubeln hatten, am Ende hieß es 6:2 und 6:0 für Steffi Vogt und Katinka von Deichmann, die nun um Gold kämpfen können. Es ist wirklich ein super Match gewesen, also unterhaltsam für die Spielerinnen, schöner Einstieg und hat Spaß gemacht. Einen gewissen Heimvorteil hatte das Doppel Vogt von Deichmann natürlich schon, wie an diesen Bildern deutlich wird. Schon im Einzel am Morgen hat es viel Lücke und auch jetzt im Doppel noch und macht richtig Spaß. Also mit so viel Unterstützung zu spielen und es bin ich mir nicht gewöhnt, weil wir leider so eigentlich kein Heimturnier haben und ich bin jetzt wirklich im Genießen. Also es macht Spaß so, ja. Bei den Herren lieferten sich die Liechtensteiner Timo Kranz und Jirka Lokai einen spannenden Kampf gegen San Marino, wobei die Liechtensteiner knapp den Kürzeren zogen und damit Bronze holten. Super! Im ersten Satz haben wir 6:3 gewonnen, dort haben wir unglaublich gut gespielt, weil wir sind eigentlich krasse Aussenseiter jetzt gegen San Marino gesehen, hätte niemand damit gerechnet, dass wir gewinnen. Und nachher im zweiten Satz haben wir eigentlich immer noch gut gespielt, aber es ist einfach unglücklich gelaufen, wirklich, weil im Doppel gibt es halt statt Einstand gibt es Receivers Point, also Entscheidungspunkt. Und den haben wir immer verloren, wo wir noch hatten, und es war 4-mal gewesen. Und es ist halt sehr unglücklich. Und dann Champions Tiebreak im dritten Satz geht halt auch noch auf 10 Punkte. Und dann ist schon wieder ein bisschen Glück im Spiel gesehen, zwei knappe Bälle ist out und dann haben wir schon verloren gehabt, ja. Aber ich denke, sie haben sehr solid gespielt, eben ein bisschen solider als wir halt, und wir haben zum Teil vielleicht 2-3 unnötige Fehler gemacht, wichtige Punkte, und dem ist dann schlussendlich wahrscheinlich gescheitert.